Ja, Uwe, 1:2 heißt es am Ende gegen den BHK in dem wichtigen Spiel. Wie schätzt du die 90 Minuten ein? Ja, ich habe es gerade schon bei den Kollegen gesagt, das ist ein schwieriges Spiel unter schwierigen Bedingungen hier. Ja, das ist eigentlich kein Fußballplatz, aber nochmal, das soll keine Entschuldigung, keine Ausrede sein. Es war klar, dass die Mannschaft, die das erste Tor hier macht, große Vorteile hat, ja, weil es schwer ist, dagegen zu spielen. Wir haben dann umgestellt, wir haben es viel über lange Bälle versucht, das war zeitweise auch sehr gut, ja, aber es hat am Ende ein Tor gefehlt. Wie groß ist die Enttäuschung bei dir und auch bei der Mannschaft, dass es heute nicht zu 3 Punkten gereicht hat und man sogar die 3 Punkte abgeben musste? Ja, die Enttäuschung ist immer riesig nach Niederlagen. Das ist heute nicht anders als in den Spielen zuvor. Trotzdem glaube ich, dass wir heute auch phasenweise wirklich Fußball gespielt haben, wieder so wie letzte Woche auch. Das war auf diesem Platz eben deutlich schwieriger. Ja, und nach dem Gegentor, wir hatten auch vor dem ersten Gegentor, hatten wir gute Aktionen und gute Chancen. Ja, wäre vielleicht hilfreich gewesen, mal in Führung zu gehen. Dann hätten wir tiefer stehen können und hätten wir leichter verteidigen können. Aber so ist Fußball. Wir werden weitermachen. Wir werden nächste Woche genauso angreifen wieder. Wir werden die Woche über wieder arbeiten mit den Jungs. Wir werden den Kopf wieder hochkriegen und wir werden irgendwann anfangen zu punkten. Und am Ende müssen wir sehen, ob es reicht. Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar. Deine Ansage nach dem vergangenen Spiel in Leipzig auch. Wie hast du die Jungs heute eingestellt vor diesem Spiel? Ja, kämpferisch konnte ich den Jungs noch nie einen Vorwurf machen. Das ist auch die Elf, die am Ende auf dem Platz stehen, die geben auch immer alles. Ja, es ist insgesamt eben ein bisschen schwierig, weil es nicht so einfach ist, den Kopf jetzt oben zu halten. Ja, man merkt das nach dem ersten Gegentor, dass dann die Köpfe auch schon mal wieder hängen. Und da müssen wir gegen anarbeiten. Ja, das ist ganz wichtig, denn man sieht in jedem Spiel, in jedem einzelnen Spiel, in allen 4 Spielen, die wir jetzt gemeinsam gemacht haben, dass wir Chancen hatten, zu punkten, ja, eventuell sogar zu gewinnen. Und daran müssen wir weiter glauben. Ja, so unglücklich, wie wir teilweise die Spiele auch verloren haben, so glücklich können wir sie am Ende auch gewinnen. Und das müssen wir jetzt demnächst erzwingen. Auswärts haben wir diese Saison noch gar nicht gewonnen. Wieso tut sich die Mannschaft vor allem auf fremden Rasen immer so schwer? Ja, ich weiß nicht, ob wir uns schwer getan haben heute. Also es ist, war den Bedingungen geschuldet. Ja, ich glaube nicht, dass wir schlechter waren als der Gegner. Ich glaube auch nicht, dass wir weniger Chancen hatten, im Gegenteil. Deswegen möchte ich das jetzt heute überhaupt nicht gelten lassen. Das war ein Spiel, das wir angenommen haben. Ja, wir wussten, was auf uns zukommt. Ja, wir wussten, dass der Gegner mit dem Schaum vom Mund hier auflaufen wird. Und wir mussten dagegen halten. Das haben wir gemacht. Also ich sehe jetzt heute keinen Unterschied zum letzten Spiel, außer dass wir letzte Woche besser spielen konnten, weil wir einen besseren Platz hatten. Was macht ihr trotz der Niederlage heute und der Tabellensituation jetzt Mut für die nächsten Wochen? Ja, eben genau die 3 Spiele, ja, dass wir in diesen 3 Spielen, und ich habe es der Mannschaft vor dem Spiel gesagt, ja, wir haben im ersten Spiel bis kurz vor Schluss dagegen gehalten und waren nah an einem Punkt dran. Ja, wir haben im zweiten Spiel gegen eine Top-Mannschaft der Liga in Führung gelegen, ja, und haben bis zur 61. Gut ausgesehen. Ja, und wir haben letzte Woche sehr, sehr gut Fußball gespielt und ich glaube, heute haben wir ja sehr, sehr unglückliche Tore auch kassiert. Es gibt überhaupt keinen Grund aus meiner Sicht jetzt irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Wir haben eine Entwicklung genommen in den letzten Wochen. Wir müssen jetzt einfach den Kopf oben halten und weiterarbeiten und ja, Woche für Woche schauen, dass wir das Glück erzwingen. Dafür alles Gute. Vielen Dank. Danke.